Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero. Jetzt ja, ziemlich früh morgens auf jeden Fall. Ja, das dauert immer ein bisschen mit Dateien abspeichern und so weiter. Und wir machen jetzt gleich weiter. Wow. Ich glaube wirklich, dass ich dieses Spiel jetzt gnadenlos durchziehe, weil es ist jetzt, glaube ich, schon die sechste Folge in Folge. Sechste Folge hintereinander. Letzte Nacht, Kyrie. Ah, okay. Kann das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, aber das Bild gefällt mir. Du warst doch die kleine Kiri, oder? Ja, und letztes Mal, da waren, glaube ich, Schmacki und Xerox dabei. Da wusste ich nicht, wie dieses Instrument heißt. Es ist mir wieder eingefallen. Das ist eine Koto. So eine Art, ja, wie kann man es nennen? Guck nicht nach links. Wo guckst du denn hin? Egal. Nur eine Koto-Harfe. Nichts Besonderes. Soll ich etwas drauf spielen? Jetzt guckst du nach links, heißt das, ich muss irgendwie nach links? Oh ja, der üble Plattenspieler. Schaut wirklich nach, das ist ein Notenblatt in Koto-Harfe, für Koto-Harfe. Ich habe das Notenblatt für die Koto aufgenommen, für die Koto aufgenommen. Ein altes Lied, aber ich kann es wohl spielen. Guckt nicht dahin! Ey, ey! Miku, du machst mich manchmal ganz schön kirre. Fällt mich das umso mehr beruhigt, dieses Koto-Spielen. Oh, wie schön. Die Tür ist sogar zu. Ah. Ah, ich weiß, wo ich bin. Oh. Komm. Ich glaube sowieso nicht. Also wieder hoch. Ich glaube sowieso nicht, dass ich zurückkomme. Also muss ich wohl hier lang gehen. Moment. Geh nicht nach unten. Nicht so langsam. Datei. Nicht Datei. Oh, verdammt, ich habe nur meinen schwachen Film. Was mache ich hier jetzt? Mann, ich drücke immer das Falsche. Das wird sich wohl nie ändern. Keine Heilung, schwacher Film. Ich bin so am Ende, wenn jetzt irgendein böser Geist kommt. Ich habe dann null Chance. Sobald ich es kann, werde ich wieder dahin zurückgehen, wo Dingens hier mich weggezerrt hat, mich weggelockt hat. Kire, also sprich dieser alte Brunnen da. Bin ich hier auf einem Dachboden? Jetzt, wo ich die Karte brauche, drücke ich das Falsche. Dachgeschoss, oh nee. Dachboden ist ziemlich unheimlich, da habe ich keinen Bock drauf. Dann mit der Taschenlampe schwenken. Hui. Da liegt was, glaube ich. Licht fällt durch das Loch im Boden. Nein. Oh. Ist das der Kopf? Da fliegt ein Kopf auf mich zu. Boom! Du hast aber schwach, der Kopf. Bist du ein Totenschädel? Du bist Mord? Mord, was machst du in Project Zero? Also Morte, Mord. Aus Planescape Torment, du weißt Bescheid. Wenn ihr euch Planescape Torment ansieht. Es vibriert immer noch. Da liegt was, bitte Heilung, bitte, 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 komm, sein Schatz. Yes! Vibriert immer noch. Das macht mich etwas nervös. Da ist noch ein Loch.
Das eine war schon böse, ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wann hat ein Loch? Ich nehme mal an, dass das Kire ist. Okay, da bin. Da rechts in diesem kleinen Raum. Scheiß Kamerasicht. Ich sehe so wenig, wenn jetzt ein Geist kommt und mich anfällt. Wow, Geschwanke. Noch unheimlicher. So langsam werde ich müde. Ist ja fast 4 Uhr morgens. Wow. Und das Abspeichern. Oh mein Gott, der Datei nicht immer so lange dauern würde. Ich hoffe, ich kann hier nicht runter. Die Kamera! Ich hoffe, ich kann hier nicht runterfallen. Das wäre echt ätzend. Ja, auf jeden Fall. Dann nehmen wir gleich. Kyrie! 6,5 Stunden. Das stimmt doch nie im Leben. Ich habe nie im Leben so lange für das Spiel gebraucht. Die Spielzeit ist total verfälscht. Wenn ich die ganze Zeit immer warten muss, bis sich das abgespeichert hat. Da blinkt was. Komm, irgendwas Geiles. Es vibriert schon wieder. Komm, was Gutes. Sein Schatz. What the f. Was ist das? Ja, was Geiles, was ziemlich Geiles sogar. Gesegneter Film, stärkste exotistische Kraft. Dem werde ich auf jeden Fall gegen Boss einsetzen. Weil ich habe nur den stärksten und den schwächsten Film. Da unten blinkt was. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich kann hier nicht runterfallen. Wenn ich bloß wüsste, ob ich in diesem Spiel schon mal gestorben wäre oder nicht. Da ist eine Tür, das heißt, ich gehe da lang. Denn wenn ich in diesem Spiel bisher noch nicht gestorben bin, dann ist das hier tatsächlich ein Death Run, was ich mache. Geil. Oh, danke, Halleluja. Wieder das Falsche. Ich könnte manchmal kotzen. Ey, Kräutermedizin und ein Steinspiegel und volle Lebenskraft. Jetzt geht's wieder richtig rund. Jetzt geht's wieder richtig bergauf. Ist das mal göttlich? Ich hoffe, hier kommt nirgendwo ein Geist. Okay, ich könnte noch. Ich müsste notfalls. Ich könnte notfalls hier sogar battlen. Das heißt. Oh, das heißt, es kommt sogar ein Geist. Ich könnte. Reihe an im Strahl. Komm schnell dahin zur Dingens. Laterne wollte ich fast schon sagen. Wie komme ich auf Laterne? Kamera. Ich dachte jetzt fast, das wäre so eine Papierlaterne. Ihr wisst schon. Daran hat mich das jetzt ein bisschen erinnert. So, ein Steinspiegel, Kräutermedizin und volle Lebenskraft. Das, was ich jetzt noch bräuchte, wäre. Entweder ein roter oder ein grüner Film. Dann wäre ich komplett zufrieden. Dann geht es wieder richtig ab hier. Aber ich frage mich, warum der Controller die ganze Zeit vibriert. Ich meine, hier ist kein Gegner oder so. Und genau das macht mich nervös. Wie man vielleicht merkt. Ich will einfach nur so schnell wie möglich zurück in dieses komische. Was war das? Jungfrauenbrunnen? Und da muss so schnell wie möglich hin. Ist das Kyrie? Das ist ja, was mich verrückt macht, diese ewigen Vibrationen. Aber irgendwie sind sie auch so gut in Szene gesetzt. Ich habe noch nie ein PS2-Spiel erlebt, wo Vibrationen so gut eingesetzt werden. Ein Gemälde in scheußlichen Farben. Also, in scheußlichen Farben? Wenn du meinst, das sieht aus wie eine Tür. Wow, ein Spiegel. Ich habe mich ganz kurz erschrocken. Da ist auch eine Tür. Ist nix. Okay, gehen wir ins Gefängnis rein. Hehehe. Und dieses komische Holzgefängnis.
Scheiß Opferei da. Ah, Moment. Ah, hier bin ich. Das heißt, ich drück doch L1. L1 geht nicht. Ja, gut, dass ich das jetzt auch weiß bei diesem Controller. Okay, Steuerkreuz geht nicht und L1 geht nicht. Gut zu wissen. Scheint ein Tagebuch auf dem alten Schreibtisch zu liegen. Tagebuch Kiri. Ah, ihr Tagebuch. Okay. Es wird immer interessanter. Also, die Angst weicht denn. Also, erst war es Angst, dann war es Nervosität und jetzt ist, dann war es irgendwie Mitleid und jetzt ist es irgendwie Spannung. Ich bin gespannt. Aber das sieht alles schon so Endzeitstimmung-mäßig aus. Bald wird das Würgeritual stattfinden. Die Meister und die Priester führen ihre rituellen Waschungen aus. Und anscheinend hat sich die ganze Familie für das Ritual in der Villa versammelt. Meist ist es so einsam hier, aber zumindest heute ist hier viel Leben. Einer der Priester starrte mich heute an. Er schaute so traurig. Als Jungfrau des Seilschreins habe ich eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Aber wie kann ich jetzt meine Pflicht als Jungfrau des Seilschreins erfüllen, wo ich so empfinde, wo ich die wahre Freude des Lebens gespürt habe? Freude, ja. Und nachdem ich auch noch diesen armen Mann hineingezogen habe. Ich möchte mich umgucken, sehe noch irgendwas. Ich habe ein in schwarzer Tinte geschriebenes Tagebuch zwischen alten Büchern gefunden. Ah, nochmal. Heute ist der Tag, an dem ich draußen spazieren gehen darf. Ich ging durch das Atrium, als er plötzlich aus dem Gästezimmer kam. Zum ersten Mal habe ich mit jemandem von draußen gesprochen, seit ich hier bin. Es war so schön. Er hat mich besucht. Er hat mich aus dem Zimmer gelassen und wir gingen hinaus. Er brachte mir die Namen aller Blumen bei. Das ist alles so neu für mich. Heute wurde mein Gesicht wieder ganz heiß. Aber dieses Mal wollte ich mich nicht verstecken. Ah, sie hat sich verliebt. Oh, wie süß. Seilschreinjungfrau, wieder diese scheiß Opferung, na. Oh, es geht noch weiter. Heute hat er mich wieder besucht. Der Hauptpriester sagte, wir sollten nicht in den Garten gehen. Also blieben wir einfach im Zimmer und unterhielten uns. Er hat mir so viel Interessantes über die Welt draußen erzählt. Und ich bin so glücklich, wenn ich bei ihm bin. So unbeschreiblich glücklich. Ja, sie hat sich bis über beide Ohren in ihn verknallt. Ich bin heute im Garten mit ihm spazieren gegangen. Wie schön doch die Kirschblüten sind. Er hat mir so viel beigebracht, seit wir uns getroffen haben. Ich fühle mich nicht einmal mehr einsam. Ich würde gern mal nach Japan reisen, das Kirschblütenfest ansehen. Das wäre bestimmt der Hammer. Okay, jetzt das da. Heilige Sch Oh nein. Oh nein. Eines brauche ich noch. Oh je. Kires Haarnadel. Eine wunderschöne goldene Haarnadel. Vielleicht gehört sie Kiria, der Frau im Kerker. Ich wette, die taucht jetzt gleich auf, nicht wahr? Kiri und Mafuyu? Ja, ich wollte gerade sagen, die Frau war garantiert Kiri, aber der Mann, der sah aus wie Mafuyu. Also Mikus Bruder. Nein, vielleicht ist das der Mann, den sie zu Lebzeiten liebte. Oder vielleicht ist Mafuyu eine Reinkarnation? Wer weiß. Achso, was ich auch noch gelesen habe. Miku und Mafuyu sind Geschwister, also sprich, er ihr Bruder und sie seine Schwester. Aber ich habe auch gelesen, dass die beiden verheiratet sind. Also, dass die beiden dann Mann und Frau sind. Also, hä? Ist das irgendwie, ja, Inzest und so weiter, alles gut und schön. Aber hä? Stimmt das überhaupt? Ich meine, ich habe es nur so gelesen. Dass die beiden Geschwister sind, das glaube ich schon. Aber Mann und Frau? Heirat? Ist wahrscheinlich wieder so ein ritueller Blödsinn da. Naja. Keine Kirie? Ich wette, die kommt noch. Wetten. Ich werde jetzt einfach davon durch die Tür rennen und so schnell wie möglich nach unten.
Oh. Okay. Ich gehe. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Okay, wenn der Bildschirm so, schon so aussieht, dann weiß ich, dass es Kiri ist. Ich hab den Geist erst gar nicht erkannt, aber so sehe ich, dass es Kiri ist. Renn doch darunter. Ja, ich weiß, dass ich verfolgt werde von Kiri, dem bösen Geist. Oder auch nicht? Oder sie lockt mich nur nach unten? Ja, mach auf die. Renn doch, mach doch die Tür auf. Hinter dir ist ein böser Geist und du. Ach nee, ich bin mir zu fein, die Tür aufzumachen. Ja. Nein, 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 du mich nicht, du mich nicht, du mich nicht. Hä? Er ist weg? Egal, bevor er wiederkommt, schnell da rein. Schnell da rein. Ich muss sagen, ich bin echt gehypt auf dieses Spiel. Das ist der Hammer. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich Project Zero 2 nicht direkt nach Teil 1 mache, aber wenn das Spiel so geil ist, ich weiß, vielleicht doch. Jetzt bin ich wieder unten. Da glänzt was. Ja, danke. Nein. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, von mir aus. Auch gut. Eine Kamera, geil. Wie viele Punkte habe ich? Nicht mal 12.000. Das da würde ich gerne, aber es ist so verdammt teuer. Vielleicht sollte ich zum Schluss nochmal den Bereich vergrößern, wenn es geht. Ich speichere erstmal, dann setze ich die Haarnadel ein und dann werde ich. Ja, dann nochmal speichern, weil ich paranoid bin. Und dann werde ich den Part beenden. So. Jetzt die Haarnadel da ein. Ich habe ein leises Geräusch bei der Tür gehört. Ich wette, die geht jetzt auf. Na gut, dann speichern wir nochmal. Geh da rein. Geh da rein. In die Kamera. Kriech in die Kamera. Wow, ich glaube, das war jetzt die wievielte, siebte Folge hintereinander. Sechste, siebte Folge in Folge. Und ich mache jetzt weiter. Also, ich bin so gehypt darauf, ich werde das Spiel jetzt gnadenlos durchziehen. Keine Ahnung, wie lange es noch dauert, aber ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange. Weil das ist einfach tierisch geil. Gut, dann würde ich sagen, Miko guckt zur Tür, ich drücke Start und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Project Zero. Vielleicht.